Na, kommt da? Wird er mitkommen? Hier drinnen ist viel wärmer. Okay. Also der Boss war auf jeden Fall ein gutes Stückchen einfacher als der andere, den wir auch das letzte Mal hier in dieser Arena erledigt haben. Damit wären wir hier fertig. Sehr schön. Gibt es da was Spezielles oder so? Oder wer ist das hier soweit? Ich glaube ja. Ich glaube, wir haben es gepackt. Ja, ich denke schon. Noch ein bisschen Spezialmuni. Wo haben wir sie nötiger? In unserer P90 natürlich. Explosivmuni. Eine P90 mit der Schussfrequenz ist natürlich dann schon ein Mörderteil. Aber, wir wollen natürlich weitermachen. Gibt es hier noch irgendwas Spannendes zu erledigen? Weihnachtsmarkt? Waren hier nicht noch irgendwelche Fragezeichen? Naja, dann halt nicht, ne? Dann woanders hin, würde ich sagen. Wir haben... Projekte haben wir alle abgeschlossen. Schön. Ich werde mich mal weiter in unbekanntes Terrain begeben. Ja, hier lang, ne? Gehen wir mal zur abgestürzten Drohne. Die nächste Story-Mission befindet sich hier im Civic Center. Wir gönnen uns mal die abgestürzte Drohne. Er war Drohnenpilot, bevor er abtrünnig wurde. Er kennt Drohnen in- und auswendig. Offenbar verwendet er modifizierte Drohnen zur Spionage für China. Wir haben Glück. Mein Peacekeeper hat eine abgeschossen. Werfen Sie einen Blick auf die Drohne. Vielleicht finden wir so Hinweise. Hi, sehr schön. Ich glaube, da haben wir irgendwie gerade Schaden auf Zeit gemacht. Wie auch immer, vielleicht hat er geblutet. Wir sind im Civic Center, dem ehemaligen Hauptquartier der Regierungs- und Vollstreckungsbehörde. Aber das ist es schon lange nicht mehr. Zu Beginn des Ausbruchs fanden hier Proteste und Aufstände statt. Jetzt ist es eher eine Gedenkstätte für die Gesellschaft, die wir verloren haben. Alles klar. So, dann machen wir erstmal hier die Propagandasendung, denn die liegt auf dem Weg. Müssen wir noch näher ran? Nicht wirklich, oder? Das kriegen wir hin. Granada. Oh, oh. Na, gut, dann eben so. Der ist fast hinüber. Er ist hinüber. Genau, immer schön, wenn sie über so eine Barrikade springen. Schöni. Schöni. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass sie von draußen kommen werden. Also steht geschützt sie gar nicht mal so verkehrt. Ja, ist okay. Aber sie kommen von zwei Seiten. Das ist ja gemein. Die nehmen uns in die Zange. Oh. Wie bitte? Ich muss da noch mal ran? Das gibt's ja nicht. Dann wollen wir mal. Was kommen jetzt schon welche? So, dann ziehen wir es durch. Na los, kommt raus. Ihr elenden Halunken. Da muss ich zu euch kommen. Oh oh. Ein Schildi! Wieder? Dreimal? Yay! Geschafft ist geschafft. Geschütze ist schon mit dabei und da geht es jetzt direkt weiter zur abgestürzten Drohne.
Was haben wir denn da? Ist das eine Quarantänezone? Gibt's die hier auch? Och, bitte. Das wäre ja großartig. Das sieht gut aus. Muss ich hier rein? Das könnte die Mission sein. Könnte sie sein, aber hier ist noch mehr. Ich glaube, da drüben ist ein Kontrollpunkt. Den sollten wir uns auch erstmal gönnen. Ist einer von uns. Cool. Cool bleiben. Das wäre fast in die Hose gegangen. Ihr solltet Fähnchen tragen. Ich habe es ja schon mal erwähnt gehabt. Postapokalyptische Division-Fähnchen. Schön rein ins Gebiet. Oh, die haben uns schon, ne? Uncool, uncool. Ich muss die Jungs holen, ich muss die Jungs holen. Okay, geschützt sie platzieren. Noch stehen wir hier ganz gut. Vorsichtig. Und um die Ecke. Das war sehr mutig. Ich bin übermütig, ich mag das schon. Ich gehe mindestens noch 5 Mal heute drauf. Mindestens. Hep. Oh, oh, oh! Ja, ja klar! Phosphor! Voll gemein. Richtig übel. Das brennt runter bis zum Fleisch, selbst wenn man im Wasser ist. Ja. Ich habe nichts gesehen. Geht doch. Geht doch! Haben wir noch Medikits? Ja, haben wir. Aber nicht mehr viele. Ich muss vorsichtig sein. Oh, oh, da ist das Mistviech wieder. Sauber! Wo ist er denn, der Dicke? Oh, 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 ja klar! Heilen, 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 heilen! Oh, weg! Wow! Ich bin hier tot, ne? Ja, bin ich fast. Stopp, falsche Taste. Hey, da seid ihr ja. Schön, dass ihr mit dabei seid. Verstrahlte Grüße auch an euch. Haut aber auch rein, ne? Der haut aber auch rein. Na, wie weit kommen wir mit Geschützi? Oh, hi. Jetzt Geschützi gleich wieder weg, ne? Uncool. Uncool. Schön. Explodier mal für uns. Eine tolle Nummer von dir. Das kann er gut, ne? Diese Drohnen, ich liebe sie ja, aber ich hasse sie auch wieder, wenn sie gegen mich steuern. Müsste eigentlich alles hinüber sein, oder? Jo. Alles klar. Wo ist der letzte? Sind alle weg, sehr schön. Jetzt kommt die Nachhut und dann haben wir es geschafft. Hört ihr, Jungs und Mädels, dann haben wir es geschafft. Aber Geschützi steht echt schlecht, aber bis ich Geschützi eingepackt habe und wieder hingestellt habe, vergeht zu viel Zeit. Oh. Alter Schwede, was ist denn hier los? Nein. Cool. Von da hinten. Vielleicht ist es ein Dicker. Schande, 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 Schande. Nee, nee, nee. Not a sniper day today. Boom. Kommt der letzte, ne? Kurz mal heilen. Nice! City Hall eingenommen. Ein weiterer Kontrollpunkt gesellt sich zu uns. Gleich mal durchfüttern und schön nicht den
Vorratsraum vergessen. Und den Loot natürlich. Guter Loot. Weil er uns gut tut. Mal gucken, vielleicht haben wir ja ein neues Scharfschützengewehr eingesammelt oder so. Hier steht hier ganz cool rum und da explodiert was. Wobei, so gechillt sind die gar nicht, weil, nun ja, doch jetzt will sie mit uns reden. Zur Abwechslung ist die Vorratslage stabil. Wie bitte? Ihr habt fast nichts zu trinken gehabt. Trinken ist so wichtig. Dehydration ist der absolute Killer in der Postapokalypse. Nur mal so am Rande, ne? So, Vorratsraum, wo ist er denn? Da oben. Wie soll ich denn da hochkommen? Hier rein? Nee. Da rein? Auch nicht. Wo ist der Spezialgeheimeingang zum Vorratsraum? Ach, hier lang. Hier über die Trümmer. Habt ihr keine Angst, dass das einstürzt oder so? Ich würde so weit wie möglich von hier weggehen. Aber na gut, wenn ihr das unbedingt als Kontrollpunkt behalten wollt, meinetwegen, mir soll's recht sein. Da ist er, ne? Ist hier noch irgendwas? Was Leckeres oder so? Naja, eher nicht so lecker. Ja. Ja. Mhm. Sie haben sicher schon von den Cleaners gehört. Sie haben als militante Gruppe der Stadtreinigung und Ersthelfern angefangen und sind davon besessen, das grüne Gift auszulöschen. Wir dachten, wir hätten sie in Midtown besiegt, aber wie ein Virus sind die Überlebenden stärker als je zuvor. Unterschätzen Sie sie nicht. Na gut, machen wir nicht. Wir wechseln aber die MP, wenn es recht ist, denn diese MP macht sehr viel mehr Schaden, schießt wahrscheinlich aber nicht so schnell. Ne? Im schlimmsten Fall wechseln wir wieder zurück zu unserer geliebten P90, aber ich bin, naja, ich bin auch immer offen für was Neues. Einfach mal so ein bisschen experimentierfreudig, Zwiespalt natürlich, weil es cool aussieht, wobei, heute ist Plankton-Tag, Plankton, ja genau, das wird stimmen. Präzision natürlich. Wobei, Präzision, so weit müssen wir ja auch hiermit wieder nicht schießen. Vielleicht lieber doch die absolute Stabilität mal wieder. Ja, hier gibt es echt coole Sachen, ne? Ich weiß gar nicht mehr, welches Visier wir letztens erst selbst gebastelt haben. Kleines Laser, Zieloptik, Tralilalila. Wir machen mal Folgendes. Wir ignorieren heute mal wieder eigentlich der gewohnten, sonst stattfindenden Routine, die Präzision, und gehen einfach mal komplett voll auf Stabilität. Ich weiß, könnte unser Ende sein, aber wir machen das Beste draus. So, Feuerrate erhöhen wir mal. Stabilität. Wir wollen nur Stabilität, wenn es geht. Und alles andere ignorieren wir jetzt mal. Präzision? Nein, Stabilität. Mit dem Kompensator, dann haben wir nämlich komplett die Stabilität ausgebaut. Einfach nur mal so just for fun. Und vielleicht haben wir ja noch die Möglichkeit, hier ein anderes Scharfschützengewehr auszurüsten. Das ist ein Gewehr. Das ist ein Scharfschützengewehr, ne? Aber das M700 Carbon ist echt eigentlich nicht so meins. Ist aber aktuell unser stärkstes. Ah, ja, komm, machen wir das einfach mal. Umso schlimmer das jetzt wird, umso schöner wird es dann später wieder, wenn wir zurückwechseln zur M44. Ja, mach mal hier mit deiner Sondermunition. Die werden wir schon wiederfinden. Krugneck. Die heutige Farbe unserer Wahl. Reichweite oder Stabilität? Komm, wir nehmen. Nee, wobei Stabilität beim Scharfschützengewehr ist mir egal. Ich nehme lieber optimale Reichweite. Und hier nehmen wir Präzision. Da ist nämlich jeder einzelne Schuss wichtig und danach ist egal. Danach ist egal. Es muss präzise muss es sein. Aber okay. So, jetzt, ne? Pistole ist mir auch Rille, wobei, damit könnten wir vielleicht unsere Stufe buffen. Aber ich muss die eigentlich nicht mehr modden, weil die packe ich ja sowieso nicht aus. Fragmentfarbe. Sieht auch nicht schlecht aus. Jupp, pack ran, was geht. Und hier noch bitte, genau, der fette Schalldämpfer. Schalldämpfer Osprey 45, den hatte ich auch mal bei Breakpoint gehabt. Ziemlich nice, das Teil. Aber auch bei Breakpoint habe ich eigentlich eher weniger meine Pistole benutzt. So, das wäre alles. Ich meine, sieht schon fett aus, ne? Boom, boom, boom.
Aber nun gut, weiter geht's. Kontaminierte Gasse, ach herrje. Da gehen wir mal hin. Ist das unsere Story, oder? Kommt die Drohne noch woanders? Nee, das wird da sein. Das wird da sein. Sind wir halbwegs voll? Jetzt so sind wir halbwegs voll. Wir können weiter. Oh, das sieht aber schon cool aus. Sehr cool, unsere MP. Gefällt mir. Alles einstecken und wieder muss ich ganz alleine darüber. Aber das wollen wir ja auch so. Quarantäne. Toi, 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 haben wir unsere Maske an? Naja, haben wir ja immer, aber ihr wisst schon, diese spezielle Maske. Signal in der Nähe entdeckt. Sie nähern sich der Drohne. Entfernen Sie den Transceiver. Mal sehen, wo der uns hinführt. Ich weiß nicht. Das steuert sich jetzt schon so ganz komisch, das M700 Carbon. Aber wir müssen ja auch so ein bisschen mit den Levels gehen. Nur so ein bisschen. Nehme ich auf? Ja, ich nehme auf. Puh, Glück gehabt. Passiert mir immer noch viel zu oft. 2 Jahre Let's Play und dann gibt es immer noch so einen grundlegenden Anfängerfehler. So. Dann nach oben. Oh, oh, oh. Hey, was ist denn das hier bitte? Du sollst da hochgehen. Ich bin ein bisschen nervös, aber nur ein ganz klein bisschen. Aber das gehört dazu, da müssen wir durch. Daran wachsen wir ja auch. Die Sonne ist aufgegangen. What a beautiful day. Ach, hey, Jemini. Ist wieder alles vollgestopft mit Loot, den wir nicht liegen lassen können. Steuert sich aber echt solide, muss ich sagen, die MP. Ah, schöne LMGs hier. Was haben wir hier Feines? Funksprüche. Theo Panel, Aufklärung. Theo Panel späht die City Hall aus. China, komm. Hier, China. Womit haben wir es zu tun, Theo? 2 Wachen im Wechsel. 6-Stunden-Schichten. Die sind von der JTF. Transceiver gesichert. Ladekommunikationsprotokoll. Die Bergung des Transceivers ist ein guter Anfang, aber wir brauchen mehr, um Panel zu finden. Ein Agent hat seinen letzten Bericht bei einer Siedlung in der Nähe hinterlassen. Er sollte relevante Daten enthalten. Sie sollten die beiden in Verbindung bringen und die Muster finden, die uns auf die richtige Spur bringen. Ja, das sollten wir wirklich tun. Es gibt wirklich einen Unterschied. Also entweder bilde ich mir das gerade ein oder es gibt wirklich einen Unterschied, wie sich hier die Scharfschützengewehre steuern. Allein schon bei einer grundlegenden Bewegung merkt man einen Unterschied, wenn man da ganz genau aufpasst. Oder ich bilde es mir ein, kann auch sein. War ziemlich warm heute den Tag über. Nee, das will ich ja gar nicht. Oder doch? Doch, 337, das ist unser aktuelles Gerät. Oh, habe ich das falsche M700 Carbon getuned? Ja, oh, mein Fehler. Sorry. Ganz kurz. Jupp, geht ganz schnell, ne? Optimale Reichweite. Und hier bitte Präzision. Und auch den Präzision-Schalldämpfer. So, alles cool. Alles cool. Mein Fehler. Hi. Aber jetzt können wir. Wo müssen wir hin? Fahndung. Theo Panel, Spur, Tierheim, Gemeinschaft. Das Community-Tierheim. Darüber müssen wir. Das ist ein guter Anfang, aber wir brauchen mehr, um Panel zu finden. Ein Agent hat seinen letzten Bericht bei einer Siedlung in der Nähe hinterlassen. Er sollte relevante Daten enthalten. Ja. Sie sollten die beiden in Verbindung bringen und die Muster finden, die uns auf die richtige Spur bringen. Cool, machen wir. Tierheimgemeinschaft, wir kommen. Und ich rechne mal mit viel, viel Gegenwehr auf dem Weg dorthin. Da geht's schon los. So, M700 Carbon. Wollen wir mal. Das ist es nicht. Das steuert sich irgendwie ganz, ganz komisch. Das ist einfach nicht so richtig geil. Schön. Oh, nicht verkehrt das Teil.
Die MP ist in Ordnung. Ist so ein Mittelding. Nicht ganz so schnell wie die P90, macht aber wahrscheinlich auch mehr Schaden mit jedem einzelnen Schuss. Wir müssen halt treffen, ne? Ich glaube, das ist das Rätsels Lösung, wie wir mit diesem Kavenzmann hier umgehen. Abend. Aber nee, das Scharfschützengewehr, das sagt mir einfach nicht zu. M1A, nee, das ist doch ein Gewehr. Das ist einfach ein Gewehr. Und ein Gewehr ist nicht so cool. Wir versuchen es doch mal mit der M700 Tactical, die nicht ganz so stark ist. Ansonsten wechsle ich wieder zurück zur M44, auch wenn die bei weitem halt nicht mehr so viel Schaden macht. Aber die spielt sich besser. Nachladen. Ist nachgeladen, sehr schön. Go, 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 go. Volle Pulle. Mitnehmen. Schön, dass wir nicht stehen bleiben brauchen. Das geht alles hier wunderbar on the fly. Nur nach dem Aufheben aus dem Lauf müssen wir wieder die Sprinttaste drücken.